Liebe Zuschauer, heute zeige ich euch das Spiel Volt, was bei Heidelberg Games erschienen ist. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Das Ganze ist für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahre und dauert ca. 30 Minuten. Und Volt ist eines der Spiele, was mich seit Jahren begleitet. Jedes Jahr auf der Messe habe ich entweder bei Asmodee bzw. jetzt bei Heidelberg Games nachgefragt, wann kommt denn das Spiel endlich raus, und immer wieder hieß es, wir warten noch ein Jahr, wir wollen noch ein paar Änderungen durchführen und wieder ein paar Änderungen, und da gab es da noch ein paar Änderungswünsche etc. Viele Gründe kenne ich auch nicht, aber ich wurde auf jeden Fall immer wieder vertröstet. Jetzt zur Messe im Oktober 2018 wurden die ersten Exemplare auf Englisch in dem Fall veröffentlicht. Jetzt seit ca. Februar, März 2019 ist das Spiel auch endlich im Handel. Man merkt, ich schwärme schon etwas über dieses Spiel, was in seiner Spielweise doch sehr ungewöhnlich ist, und das möchte ich euch in dem Video zeigen. Ich möchte ganz kurz auf die Regeln eingehen, weil das ist wirklich cool und witzig gemacht und gar nicht so schwer. Und dann gibt es ein paar Gameplay-Sequenzen, die dürfen auf keinen Fall fehlen, bevor es abschließend das Fazit gibt. In einer Mischung aus Robo, Rally und Adrenalin, mit Sicherheit gibt es noch ähnliche vergleichbare, in dem Fall Spiele, befinden wir uns hier mit unseren Roboter in einer Arena, wie man dann hier sieht, und nachher wird es auch richtig deutlich mit den Gameplay-Sequenzen. Mittlerweile sind aus diesen Pappmarkern, das waren es nämlich damals noch vor einem Jahr, wo ich es auch schon gespielt habe, sind richtig schöne kleine Miniaturen entstanden, kleine Robots in dem Fall, die natürlich auch für den Markt sehr interessant sind. Das heißt, für die Käufer ist es natürlich nochmal cooler gemacht. Jeder hat quasi so einen Roboter. Ich habe einfach diesen Volt genommen und den platziere ich jetzt einfach mal hier in die Startarena hier hinein. Ich habe mein Tableau, habe meine 2 Würfel, in dem Fall 2 Farben, zu denen komme ich gleich. Ja, und das ist die Arena, und hier bewegen wir uns fort. Das Ganze ist in 2 Bereiche unterteilt, weil wenn man sich das am Anfang anschaut, sieht auf den ersten Blick nach vielen Regeln aus, aber ihr schaut euch am Anfang einfach dieses Trainingsregelspiel an. Spielst zumindest einmal auf jeden Fall, weil wer es noch nicht gespielt hat, der sollte auf jeden Fall zumindest sich die 3 Seiten mal durchlesen, und dann habt ihr schon das Trainingsspiel absolviert, bevor ihr dann mit dem Handbuch agiert, und da kommen einfach noch Karten hinzu, sei es jetzt Bewegung, Taktik oder hier Angriff, die ergänzt ihr quasi eure Auslage, aber damit habt ihr quasi alle Regeln erfasst. Um was geht es denn überhaupt in diesem Volt-Spiel, in diesem Roboter-Spiel? Ja, wir sind natürlich hier in der Arena und wollen Siegpunkte agieren. Das heißt, ihr werdet nachher sehen, das heißt, es wird einfach gezogen, es wird eine Zahl gezogen, und dieser Siegpunktmarker wird auf das entsprechende Feld gezogen. Nach 3 Runden versuche ich natürlich möglichst auf diesem Marker zu stehen, um mir diesen Siegpunkt abzugreifen. Meistens wird das Ganze über 5 Siegpunkte gespielt. Das heißt, wer zuerst 5 Siegpunkte hat, der hat das Spiel gewonnen. Das Problem ist allerdings, dass wir in dieser Arena nicht alleine sind. Das heißt, es sind noch Mitspieler da, die auch Roboter haben, die natürlich auch hier entsprechend starten. Nehmen wir an, zu 4. Das heißt, wir machen uns quasi hier die Siegpunkte oder den Siegpunkt dann streitig. Wenn ihr zu 2 und zu 3 spielt und es ist euch zu langweilig, könnt ihr auch KI-Karten nehmen. Das ist also schon in dem Fall das Handbuch für die erweiterten Regeln. Habt ihr praktisch so ein KI? Naja, spielt's ohne. Es funktioniert auch so, aber ich wollte es auf jeden Fall erwähnen, weil hier werden die Bewegungen quasi dadurch gesteuert. Aber Kern des Spiels ist es natürlich, dass ich mich bewege, eine gewisse Felderanzahl weiter, und natürlich, dass ich schieße, weil Treffer führen unter Umständen ja auch zu Punkten. Den Sichtschirm, den mache ich weg, weil ihr werdet im Spielverlauf den Sichtschirm vor euch machen, wenn ihr hier die Würfel platziert. Ich kann allerdings nur 3 Würfel platzieren, weil 3 Plätze frei sind, beziehungsweise 3 Möglichkeiten sind zu agieren. Das heißt, ein Würfel ist unnütz. Die Besonderheit, die erste ist, ihr würfelt die Würfel nicht, sondern platziert die mit dem entsprechenden Zahlenwert. Das seht ihr nachher auch in der Gameplay-Sequenz. Die blauen Würfel
sind für die Bewegung, die roten für das Schießen. So, das heißt, ich kann jetzt meine Bewegung einfach so festlegen. Ihr merkt, ihr müsst auf die Felder achten, wo ihr blaue Würfel legt und natürlich hier meinen Schuss platzieren. Das heißt, hier würde ich mich in der ersten Runde um 1 bewegen, hier in der zweiten Runde um 4 nach links und hier würde ich diagonal schießen. Ja, es ist natürlich so, dass die Spieler ihre Würfe vergleichen, weil wer kommt als in der Arena überhaupt als erstes voran? Und das hängt natürlich davon ab, wer den niedrigsten Wert hat. Der beginnt quasi, also in dem Fall geht es nach der Zahl hier. Ansonsten, wenn hier zwei Einser liegen, bei mir eine blaue 1, beim Mitspieler eine rote 1, dann fängt er auf jeden Fall erst mit dem blauen Würfel an. Und herrscht da immer noch ein Gleichstand, dann hängt es davon ab, was für ein Plättchen ihr habt, weil wer als erster seine Würfel platziert hat, kann sich quasi so ein Startplättchen, Spielereihenfolgeplättchen daneben, was natürlich dafür da ist und das legt man dann einfach hier auf sein Tableau ab. Ja, das darf man sich allerdings erst nehmen, wenn man alle seine Würfel dann quasi platziert hat, weil da macht man seinen Sichtschirm weg, nimmt dann einfach eine Zahl und wartet dann, bis die Mitspieler fertig sind und dann agiert man hier auf diesem Plan. Gleich gibt es die Gameplay-Sequenzen, ein paar Sachen will ich aber noch ganz kurz ergänzen. Ihr seht hier natürlich, dass das Ganze sehr verrückt abläuft, das werdet ihr auch nachher sehen. Insbesondere sehr taktisch geprägt in zwei Personen spielen und dass es natürlich hier einen Spielplan gibt, der natürlich hier noch solche Löcher bietet, wo man mit seinem Roboter dann quasi untergeht. Jetzt mache ich das Ganze raus, ist richtig schön dreidimensional aufgebaut. Es gibt natürlich auch noch eine Spielplan-Rückseite, es gibt übrigens noch einen Spielplan. Aber hier seht ihr natürlich eine Möglichkeit, hier nochmal zu agieren, dass das Ganze natürlich noch variabler ist. Ihr seht hier auch solche Werkzeugfelder, das sind dafür da, was Karten betrifft, beziehungsweise Reparaturen durchzuführen, weil ja, drei Schaden, wenn ihr drei Schaden habt, dreimal getroffen wird, dann wird es schon zum Problem. Dann seid ihr nämlich K.O., um es mal so auszudrücken. Das heißt, ab und zu repariert man sich gerne. Wenn ihr es allerdings noch verrückter wollt, dann könnt ihr natürlich auch mit dem Plan spielen. Da binde ich, glaube ich, auch eine ganz kurze Gameplay-Sequenz ein. Ist natürlich auch ganz cool gemacht, was das angeht. Und natürlich auch hier solche Energiefelder, beziehungsweise ja, solche Flammenwerfer. Und da erinnert es mich persönlich natürlich schon ein bisschen an Roborelli. Das heißt, diese ganze Symbolik, die ihr habt, die müsst ihr euch gar nicht am Anfang durchschauen. Übrigens, die sind auf der Rückseite auch nochmal richtig schön dargestellt. Hier ist auch die Werkstatt angezeigt, was die macht. Ihr braucht also im Prinzip nur das durchlesen, was euch in der Runde tangiert, beziehungsweise was den Spielplan angeht. So, jetzt noch eine Info und dann steigen wir ein, weil ich habe ja gesagt, ihr habt unter Umständen das Trainingsspiel absolviert, also ohne diese Sonderkarten, ihr agiert ganz normal. Hier sieht man übrigens das schöne Inlay, wie das hier aufgebaut ist mit dem ganzen Material. Weil wenn ihr hier mit den erweiterten Regeln dann spielt, dann habt ihr hier euren Roboter dann stehen wollt und hier könnt ihr eine rote oder eine gelbe hinlegen und hier eine blaue und eine gelbe Karte hier agieren. Das heißt, hier habt ihr Bewegungskarten, das heißt, ihr habt quasi Sonderfähigkeiten je nach Würfel, den ihr platziert. Das heißt, eine Steuerdüse nutzen, in dem Fall diagonal bewegen könnt ihr euch. Also hier habt ihr noch ein paar Möglichkeiten, wie ihr agieren könnt. Bei den Taktikkarten natürlich dann auch. Das heißt, wird hier angegeben, wird ein Robot zerstört, verursacht das eine Explosion, ist alles recht überschaubar und mit Hilfe der Karten gut gezeigt. Und die Angriffskarten, die nutze ich gerne. Da gibt es natürlich richtig coole und hängt auch hier ab. Ah, Schockwelle, ganz beliebt. Füge nach dem Bewegen allen benachbarten Robots und Minen einen Schaden zu, abhängig von dem Bereich. Also die könnt ihr auch nehmen. Und jetzt wird Zeit, dass ich euch ein paar Sequenzen zeige, weil in dieser Gameplay-Sequenz haben wir quasi auch schon die Karten verwendet und da gibt es einfach ein paar kleine Ausschnitte. So, ich habe die Marke haben wir genommen, das heißt, wir machen den Sichtschirm weg. Ich habe 1 blau niedrig, du hast 6, also auf jeden Fall, ich habe es niedriger, ich gehe 1 hier rüber. Okay, so. Thomas hat die 2, ich habe die 3 in blau, gleiche Farbe, aber gar kein Thema. Er zieht jetzt 2 Felder, weil es niedriger ist. Jetzt ziehe ich nach vorne, das heißt 1, 2, 3. Ich dränge ihn quasi ab von dem Feld. So, und jetzt habe ich in dem Fall als auf dritten Feld die 1, rot. Das heißt, ich schieße einmal auf ihn. Thomas, dein Schuss. Mache eine
Ich mache die Spezialfähigkeit Kreuzfeuer, Feuer gleichzeitig in vier Richtungen, orthogonal oder diagonal, weil ich dafür meinen Würfel dahin. Genau. Und treffe dich dann dementsprechend auch. Okay, dann das heißt, ich krieg auch eine Wunde und lege es hier drauf. Und den Marker, den ersten in dem Fall, den nehme ich mir und lege das jetzt einfach hier auf mein Tableau. Du hast? Jetzt bin ich mal gespannt. Eieieiei. Okay, das heißt, ich gehe 3 hier hin. Oh nein! Nein! Okay, für die Zuschauer ganz langsam. Ich baller einmal, er nein, ballert auch. Thomas ballert einmal. Ja, du ballerst einmal. Schaden. Aber ich baller auch einmal. Das macht, ja. Ja, ja, das ist schon wichtig. Er ballert nochmal und ich kriege jetzt hier mein... Och nee! Und ich habe meinen 5. Oh nein! Und ich werde jetzt aber hier hin. Aber, ja, ich bin ja hier... Oh. Damit 5-4 glücklich für den Thomas. Deswegen bist du, das war recht brechend, ah, dass du da lang ich habe das jetzt mit dem nicht gerechnet. Und ja. So, jetzt zeigen wir euch noch einfach ein paar Sequenzen von einem anderen Szenario hier. Man sieht es ja mit den Wänden. Vorder-, Rückseite gibt es ja bei den Einzelnen. Ich habe eine Bremse bei 1-6 mit Blauen. Dann bewege ich mich 1 oder 2 Felder weniger weit und habe bei 4 und 6 auch blaue Würfel. Die Möglichkeit, füge nach dem Bewegen allen benachbarten Robots und Minen einen Schaden zu. So, Thomas hat auch die Schockwelle und du hast noch das Schild. Das werden wir euch hier nach dem zeigen, wenn das jetzt zum Einsatz kommt. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, du bist echt... Oh, jetzt schieß erst, okay. Eine Wunde. Das war der Einser. Ich bewege mich... Nein, ich habe auf den Hund geguckt. Nein, ich war die ganze Zeit. Okay, ich bleib hier stehen. Moment, ich kann ja, ich habe ja die Möglichkeit hier eine Bremse zu machen. Von wegen eine Bremse. Ich gehe jetzt hier hin. Von wegen. Und eines verlaufe ich mir auch noch hier. Super. Dann nehme ich runter. Du schießt einmal. Okay, passiert nichts. Ich laufe gegen die Wand. Naja, das kennt man ja von anderen Spielen. Und dann laufe ich hier. Hier. Und ich schieße jetzt noch in die Richtung. Ah, das war total. Jetzt habe ich auf den Hund geguckt. Bleibt immer bei euren Figuren, die ihr immer gut kennt und wechselt die Figuren nicht. Das war der Punktemarker Nummer 3. Bei mir 1. Und ein neuer kommt ins Spiel. In dem Fall die 2. Und der wird hier drauf platziert. Marker oben drauf. Ja, da hat der Jörg mal wieder richtig einen auf die Mütze vom Thomas bekommen. Das ist er teilweise schon gewohnt. Ja, manchmal geht es auch mal andersrum, je nachdem, wenn ich einen Lauf habe. Aber in diesem Fall war es wirklich knapp. Und wir haben euch, glaube ich, die eine Sequenz gezeigt, wo er einfach spielt mit dem Standard-Tableau. Mit dem solltet ihr auf jeden Fall auch angeben. Ist, glaube ich, auch angegeben, genau mit A-Seite. Fangt auf jeden Fall mit dem an. Hier gibt es noch solche Begrenzungsmarke hier in dem Fall, die spielen einfach für den KI eine Rolle, wie er sich dann entsprechend dann weiter bewegt. Und dann habe ich euch natürlich eine ganz kurze Sequenz noch von diesem Spiel gezeigt, Plan gezeigt, was natürlich auch sehr cool ist. Also ihr habt quasi 4 Spielpläne und das Ganze haben wir zu zweit gespielt. Und zu zweit ist das Ganze doch sehr taktisch geprägt, weil man überlegt natürlich schon, wie geht er jetzt, was nimmt er vielleicht für einen Marker, was hat er vor. Es kann aber auch komplett schief gehen. Bei Roborally denke ich auch immer so, um es jetzt einfach nochmal zu vergleichen. Oder wie es der Thomas sagt, adrenalinmäßig, er geht voll drauf, einmal vernichten, da macht er nämlich auch entsprechende Punkte, die ihm natürlich was bringen. Zu dritt und zu viert läuft das Ganze natürlich etwas chaotischer, aber auch richtig cool ab. Also wenn ihr es taktisch mögt, wie gesagt zu zweit, wenn ihr es allerdings ein bisschen chaotischer mögt mit Glücksfaktoren, weil da kann man ja nicht viel berechnen, dann spielt es zu dritt und zu viert. Also daran merkt ihr, ihr braucht nicht unbedingt das KI-gestützte. Ihr könnt natürlich die Karten verwenden, aber deswegen habe ich auch die Zweier-Sequenz extra eingebunden, dass ihr seht, es funktioniert auch zu zweit sehr gut. Es gibt noch solche RFL-Karten, das heißt solche, wie sagt man, Champions, Meisterschaften, wo ihr dann spielen könnt, alles optional. Es gibt noch so die eine oder andere Ergänzung, die ihr nutzen könnt für verschiedene Module, aber wie gesagt, das Standardspiel fand ich allein auch schon richtig cool und ich habe ja gesagt, ich habe das damals schon so oft gespielt und bin jetzt echt froh, dass das Spiel herauskommt, weil es ist echt cool. Es macht richtig Spaß. Und wenn ich jetzt da mein Regal dann schaue, in die Regale der Vielzahlen Spiele, so ein Spiel
habe ich bisher auch noch nicht in dieser verrückten Art und Weise, weil das vermischt doch schon einige Spiele, wo ich jetzt auch genannt habe, sind noch ein paar in einem Spiel, was richtig gut gemacht ist, was witzig ist und wirklich den Spaß auf die Höhe treibt. Toll ist natürlich die Arena, wenn das noch so dreidimensional ist. Ach, hier übrigens ist auch ganz, ganz cool gemacht bei Gleichständen, beziehungsweise hier seht ihr, was passiert, je nachdem, wenn zwei gleiche Würfel platziert werden, abhängig von der Zahl, wie das ausgewertet wird. Ist natürlich auch ganz schön gemacht. Ich hoffe natürlich sehr, dass es vielleicht noch weitere Pläne gibt. Hängt natürlich auch davon ab, wie erfolgreich das Spiel ist oder wie gut es im Handel dann ankommt. Aber es ist richtig toll gemacht und ihr kommt auch wirklich sehr schnell rein. Ich hoffe, mit dem Video war ich zumindest eine kleine Hilfe, was den Bereich dann angeht. Cover ist auch ganz cool, also da passt wirklich alles. Und wer Miniaturen gerne bemalt, es sind nur 4 Stück. Und da bietet sich's an und ist vielleicht nochmal ein kleines Lockmittel an diejenigen, die gerne Miniaturspiele mögen. Und es macht natürlich richtig Spaß, wenn man so einen Hund hat, den man beispielsweise hier bemalen kann. Übrigens Hund, ich weiß nicht, ob ich die Sequenz drin habe, spielt am besten immer, versucht mit der gleichen Figur zu spielen, weil einmal bin ich komplett durcheinander gekommen, habe gedacht, ich habe den Hund und habe in dem Phase ja die andere Figur gehabt bei einem anderen Match. Also da kann eine ganz verrückte Szene dann auf jeden Fall herauskommen. Ja, ich denke, das waren alle Infos zum Spiel. Wie gesagt, das Einsetzen der Würfel ohne Würfel einfach platzieren, um Bewegung oder Waffe bzw. Richtung auszuführen. Das ist richtig cool gemacht. Das gefällt mir. Das ist echt toll. Und das macht das Spiel auch durchaus innovativ und ungewöhnlich. Beides, muss man wirklich sagen. Und das ist ein Spiel, was ich richtig mag und was ich zu zweit auch gern spiele, je nachdem, wenn man es taktisch mag, aber verrückter wird es natürlich zu dritt, zu viert. Also schaut euch auf jeden Fall das Spiel an. Von der Schwierigkeit ist es ja ab 10 eingestuft, würde passen. Also 8, 9 würde es sicherlich auch gehen. Hängt natürlich immer davon ab, wie frustverträglich ihr natürlich auch seid. Aber von den Regeln ist er wirklich nicht schwer. Ansonsten spielt es einfach ohne Karten, ohne Kartentexte, quasi erst nach der Trainingsmission und da kommt der super rein, da kommt mittlerweile auch der Elias super rein, aber mit den ergänzenden Regeln passt das von der Altersangabe auf jeden Fall. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Ansonsten könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben oder schreibt dazu, was ihr jetzt von dem Spiel findet. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Es wurde schon seit Jahren ja immer mal wieder als Prototyp vorgestellt. Jetzt ist es fertig, jetzt ist es im Handel und jetzt könnt ihr zugreifen. Ich sage tschüss, macht's gut und bis bald. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch bzw. und oder ein Abo. Darüber freuen wir uns sehr. Ich sage tschüss, macht's gut und bis bald. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.